Ja, hallo, herzlich willkommen zur nächsten Runde Hörgeräte-Testbericht. Und mein Name ist immer noch Jakob Gauck. Ich bin selbstständiger Hörakustikmeister in Wiesbaden und freue mich einfach, dass ich euch heute ein ganz neues Produkt vorstellen darf. Und zwar geht es um das neue Gerät aus dem Hause Phonak, beziehungsweise es geht um die neue Modellvariante, kann man besser gesagt sagen. Phonak, ein alter Hase auf dem Hörgerätemarkt, hat vor knapp 2 Monaten die neuen Phonak Audeo Infinio Geräte auf den Markt gebracht. Und ich möchte im Speziellen auf ein ganz besonderes Modell dieser Reihe aufmerksam machen, und zwar das Infinio Sphere Gerät. Sphere heißt nichts anderes, als dass wir einen komplett neuen Chipsatz haben, der sich sozusagen vom Rest deutlich abhebt, indem er künstliche Intelligenz benutzt. Großes Wort, ich weiß, aber wir werden im Näheren noch darauf eingehen, was das ganz konkret für Nutzen hat. Das Phonak-Gerät, besonders das Sphere-Gerät, gibt es nur als aufladbare Variante mit einem externen Hörer. Sehen Sie nochmal eingeblendet. Und keine Batterieaktion oder keine Batterieversion momentan. Ja, kommen wir mal zum ersten Erscheinungsbild des Gerätes. Auf den ersten Blick fällt einem auf, dass es ein bisschen größer ist als klassischerweise sozusagen. Das liegt einfach an dem neuartigen Chipsatz, dem sogenannten Deep Sonic Chip, der praktisch das Gerät einfach ein bisschen voluminöser gestalten lässt. Das heißt, wo viel drin ist, darf es auch ein bisschen größer aussehen. Ich zeige das hier mal so in die Kamera. Das ist sozusagen eine klassische Größe. Es ist oben relativ schlank, so wie man es gewohnt ist. Unten wird das Gerät allerdings ein bisschen bauchiger. Muss ich aber auch ganz klar sagen, am normalen Kundenohr sieht das nicht deutlich größer aus als ein anderes Gerät. Also es fällt nicht bedeutend mehr auf. Das kann ich schon mal auf den ersten Eindruck sagen. Hier mal im direkten Vergleich das Infinio ohne Sphere, also ohne die künstliche Intelligenz. Man sieht, es ist kürzer und etwas schlanker. So kann man das durchaus beschreiben. Im zweiten Punkt möchte ich gerne nochmal auf die Ladestation eingehen. Das Tolle ist hierbei, es wird mit einem Kontakt geladen, also keine induktive Ladung. Das heißt, das Gerät rutscht hier praktisch magnetisch angezogen in die Ladestation und kann somit auch gut festgehalten werden. Der Vorteil ist, der Akku wird nicht so stark belastet durch diese Kontaktladung und wir haben vor allem immer die Garantie, dass wenn es hier in die Ladestation rutscht, dass wir immer einen optimalen Kontakt haben. Der nächste Punkt ist die Ladestation an sich, die verfügt über einen integrierten Akku. Das heißt, Sie können bis zu 3-4 Vollladungen ohne direkte Stromverbindung tätigen. Das ist eine schöne Sache. Das Ganze, wie eben erwähnt, wird aktuell nur als Akkugerät mit einem externen Hörer angeboten. Kommen wir zu der Bedienung, und zwar der Bedienung mit der App. Die App heißt MyPhonak und ist im Grunde über alle Hörgeräte, Modelle anwendbar bei Phonak. Im Speziellen sehen wir hier den Hauptbildschirm der App und links oben ist die Automatik angekreuzt. Man sieht den Akkuladezustand und man kann hier über den Regler ganz simpel die Lautstärke stellen. So, hier können Sie das Gerät stumm schalten, eher unnötig. Und ansonsten können Sie in dieses Automatikprogramm reingehen und verschiedene relativ umfangreiche Veränderungen dieses Hörprogramms vornehmen. Heißt im Umkehrschluss, Sie sind zum Beispiel, sind alles zu laut, dann gehen Sie hier auf Komfort, dann werden sozusagen die Höhen abgesenkt. Man kann hier die Lautstärke nochmal regeln, die Störgeräuschunterdrückung justieren und zum Beispiel den Winkel der Aufnahme. Also wenn Sie nur Ihr Gegenüber hören möchten, dann können Sie den Winkel auf schmal setzen der Mikrofone. Genau. Und das Schöne ist hier, Sie können das praktisch speichern und als neues Hörprogramm einrichten. Also falls Sie gemerkt haben, die Einstellung gefällt Ihnen gut, können Sie das hier speichern und später anwählen. So. Darüber hinaus können Sie hier auf der oberen Seite die verschiedenen Hörprofile anspielen. Und hier kommen wir auch schon auf die Möglichkeit, in ein spezielles Programm mit der künstlichen Intelligenz zu wechseln. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und das Tolle ist hierbei, es wird einem die voraussichtliche Verweildauer oder der Akkuladezustand bei dauerhafter Nutzung des Programms angezeigt. Und dann gibt es hier noch voreingestellte Programme von Phonak selbst, die Sie anwählen können.
Ja, und ansonsten, klar, haben Sie noch einen Gesundheitstracker, den Sie benutzen können. Die Hörgeräte selbst, da kann man noch mal ein paar kleine Veränderungen vornehmen. Sie können Ihre Hörgeräte orten und alles darüber hinaus. Hier gibt es ein Handbuch, Tipps und Tricks. Ja, das war es im Grunde auch erstmal. Bei der Konnektivität bei Phonak selbst muss man sagen, dass das relativ problemlos ist. Ich nenne es auch gerne so eine Art Konnektivitätsmonster, weil man sich mit wahnsinnig vielen verschiedenen Geräten und Bluetooth-fähigen Geräten vor allem koppeln kann. Fangen wir ganz simpel beim Handy an. Logischerweise können Sie sich sogar mit Handys koppeln, die praktisch schon aus der ersten Generation Bluetooth stammen, also fast 10 bis 15 Jahre alte Geräte. Da können Sie das Phonak-Gerät überall mit ankoppeln. Das ist super. Sie können sogar ans Festnetz, wenn das Bluetooth hat, zum Beispiel ein Gigaset, können Sie das ankoppeln. Und das finde ich klasse bei Phonak, dass die vom Bluetooth-Protokoll her sehr, sehr einfach gestrickt sind und man so gar nicht auf die neuesten Errungenschaften der Bluetooth-Technik Rücksicht nehmen muss. Das ist ein großer Vorteil. Und man kann zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit demselben Gerät koppeln, um dann im Wechsel sozusagen zu telefonieren oder zu streamen. Das ist super. Darüber hinaus gibt es natürlich, wie bei allen anderen Herstellern, auch die Möglichkeit, sich an einen sogenannten TV-Adapter zu koppeln, damit man sozusagen das Fernsehsignal direkt auf die Ohren bekommt. Und Phonak ist im Segment externe Mikrofone Marktführer schon seit Jahrzehnten. Das heißt also für Kinder in Schulen, die Unterstützung brauchen beim Hören, aber auch klassischerweise, man ist mit Verwandten im Restaurant und hat eben Probleme, dann gibt es sogenannte externe Mikrofone, hier den Roger On, das sozusagen mit dem Hörgerät verbunden wird und dem Gegenüber angekopselt werden kann oder auf den Tisch gelegt werden kann. Und da ist sozusagen das Phonak Sphere-Gerät völlig problemlos anbindbar und sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Genau. Die neue Generation von Phonak, also die Audeo Infinio-Geräte, gibt es in jeder Technikstufe, also von Einstieg bis High-End Premium. Bei dem heute vorgestellten Sphere-Gerät, also bei dem Infinio Sphere, muss man sagen, die gibt es nur in den obersten beiden Technikstufen, also das Audeo Infinio Sphere 70 und das 90. Das Besondere hierbei ist, wie eben auch erwähnt, die künstliche Intelligenz. Und im Endeffekt, unter künstlicher Intelligenz stellt man sich ja sonst was vor. Und es wurde natürlich auch in den letzten Jahren schon öfter zu reinen Marketingzwecken missbraucht, dieses Wort. Deswegen mal ganz kurz ein kleiner Abriss, wie Phonak diese künstliche Intelligenz einbindet und für Sie als Hörgeräteträger oder Interessent nutzbar macht und vor allem erlebbar. Im Endeffekt arbeitet das Sphere-Gerät mit einer riesigen Datenbank, also man nennt es Deep Neural Network. Und das Besondere dabei ist, dass in diesem Programm mit der künstlichen Intelligenz das Gerät über Millionen, Milliarden Situationen zur Verfügung hat, die sozusagen an die Echtzeitsituation oder an die Echtsituation in Echtzeit angepasst werden. Also stellen Sie sich das vor wie so eine riesige Datenbank. Und die künstliche Intelligenz sucht ganz schnell in Echtzeit die passende Situation, in der sie sich gerade befinden, raus. Und damit kann das Gerät viel, viel besser einschätzen, was sie gerade brauchen. Also geht es hier um Sprache, geht es hier um die Dämpfung von Störgeräuschen oder im besten Falle geht es um beides. Und so kann ganz schnell eine extrem effektive Störgeräuschunterdrückung angebracht werden, ohne die Sprache dabei maßgeblich zu unterdrücken, was ja bisher immer das Problem war. Man konnte entweder Komfort oder Sprach verstehen, aber beides war oftmals schwierig. Und als kleines Beispiel, Sie können sich diese Wirkungsweise so vorstellen, wie mit einem Noise Cancelling, also einem Störgeräuschunterdrückungskopfhörer, die man oftmals kennt. Ähnlich effektiv arbeitet auch dieses Sphere-Gerät, also die künstliche Intelligenz. Das ist Wahnsinn. Und das ist eben die Neuheit. Und das 70er, also das, ich sag mal, die gehobene Mittelklasse von Phonak im Vergleich zum 90er, da steigert man im Grunde nur die Wirkungsstärke und die Wirkungstiefe dieser künstlichen Intelligenz. Also im 70er ist die enthalten, aber ich sag mal noch nicht so wirkmächtig. Und im 90er haben sie praktisch die maximale Störgeräuschunterdrückung und maximale Sprachanhebung. Das ist im Grunde der grobe Unterschied dieser beiden Technikstufen. Genau, ich nehme euch einfach mal mit in eine ganz klassische Anpassung mit dem Phonak-Gerät.
Und im Endeffekt sehen wir hier auf der linken Seite die Automatik. Das Tolle ist, diese künstliche Intelligenz, dieses Spheric Speech im lauten Störgeräusch, was ja in dem Sphere-Gerät enthalten ist, das ist hier auch in die Automatik eingebettet. Das heißt, das Gerät erkennt ganz klassische ruhige Situationen. Und wenn eine extrem laute Situation oder eine deutlich lautere Situation erkannt wird, dann schaltet es automatisch in dieses spezielle Programm mit der künstlichen Intelligenz. Und dieses Programm kann man dann nochmal von seiner Wirkmächtigkeit erhöhen. Man kann also sagen, wir möchten praktisch die Sprachklarheit in diesem künstlichen Intelligenzprogramm maximal halten. Und das kann man hier über diesen Regler verstellen, je nachdem, wie viel man mitbekommen möchte von seiner Umwelt. Und das Ganze, wie gesagt, läuft hier über die Automatik, die nennt sich AutoSense OS. Und dort werden auch noch andere Situationen erkannt. Was ich aber gerne mache, so für den ersten Eindruck, ich richte ein zusätzliches Programm ein, wo nur diese künstliche Intelligenz vorhanden ist. Dann wirkt das auch nochmal ein bisschen kräftiger und für Extremsituationen kann man dann eben per App oder per Knopfdruck auf dem Gerät dieses Programm aktivieren. Jetzt folgt wie gewohnt der Alltagstest von meinem geschätzten Geschäftspartner Georg Kolofong, der ja auch wie viele in Deutschland unter einer Hörminderung leidet. Und er hat das Gerät mal ausprobiert und bevor ich jetzt zu viel erzähle, soll er euch einfach erzählen, was er erlebt hat. Ja, ich war mit dem Gerät wieder eine Woche unterwegs, habe es in verschiedenen Situationen getestet, habe es jetzt auch gerade aktuell auf. Ich möchte es mal kurz zeigen. Man sieht das Gerät von vorne eigentlich gar nicht. Jedoch, wenn ich mich jetzt drehe, und auch von hinten kann man das Gerät dann doch schon gut erkennen, weil hinten der Buckel relativ groß ist. Das heißt, von hinten mit wenig Haaren kann man das Gerät recht stark sehen. Von vorne sieht man es fast gar nicht. Vom Tragen selbst bin ich sehr beeindruckt. Ich merke es eigentlich fast gar nicht mehr. Der Lautsprecher, also auch das Kabel, ist sehr dünn gehalten, sehr angenehm im Ohr. Und ich habe es sowohl ausprobiert mit Schirm, das zeige ich jetzt mal, als auch mit einer maßgefertigten Otoplastik. Ich bin ein Otoplastik-Fan. Mit Otoplastik kann ich die Wörter deutlicher verstehen. Ich habe einen besseren Halt im Ohr und komme mit einer Otoplastik auch sehr gut zurecht mit der Belüftung. Ich habe eine Otoplastik aus Titan mir anfertigen lassen. Und das ist so mein Lieblingsträgerstück, weil ich einfach einen Tick mehr verstehen kann. Und vor allem auch weniger Nebengeräusche über das Ohr ins Gerät kommen und die Filterung der Technik dann auch viel aktiver ist. Das möchte ich hier nochmal klar erwähnen. Kommen wir noch zu den Situationen. Ich hatte das Gerät beim Fußballspielen auf. Ich habe es an meinem Geburtstag getragen, da hatte ich viele Gäste. Und ich habe das Gerät auch einmal mit zum Schwimmen genommen und bin damit mal ganz kurz ins Wasser gegangen, weil das neue Gehäuse soll recht wasserdicht sein. Okay, beim Fußballspielen habe ich das Gerät schon mehr gemerkt, weil es natürlich hinter dem Ohr ist. Mit meiner Otoplastik hatte ich einen sehr guten Sitz im Ohr, sodass ich keine Angst hatte, dass ich es verliere. Aber man merkte schon hinter dem Ohr, wenn man schnelle Bewegungen macht, da sind die Immo-Geräte den Hinterohrgeräten überlegen. Trotzdem konnte ich damit komplett durchspielen und es saß auch gut im Ohr drin durch die Otoplastik. Beim Sport definitiv eine Otoplastik benutzen. Ja, an meinem Geburtstag war es sehr schön. Ich hatte sehr viele Gäste, es kamen über 40 Leute vorbei und es war recht laut und hallig bei mir zu Hause. Ich konnte aber sehr klar und fokussiert verstehen. Und auch wenn ich den Kopf in andere Richtungen bewegt habe, konnte ich Personen sehr gut verstehen, obwohl die Musik und vor allem die Partysituation sehr laut gewesen ist. Da ein klarer Pluspunkt zu dem Hörgerät. Und dann bin ich ja noch schwimmen gegangen und habe das Gerät einmal ganz kurz mit ins Wasser genommen. Man muss dazu sagen, Wasser ist für das Gerät überhaupt kein Problem. Das heißt, bei einem Regenschauer oder selbst wenn man es bei der Dusche vergisst, ist das Gerät recht stabil, aber Chlorwasser ist nicht gut und auch Shampoo verträgt so ein Gerät nicht.
da würde es tatsächlich ausziehen. Aber wenn Sie es mal vergessen haben beim Regenschauer, ist das überhaupt kein Problem. Also da hat das Gerät sehr gut durchgehalten. Ja, ich habe jetzt schon sehr viele Geräte getestet und muss sagen, die Geräuschunterdrückung, gerade wenn man sie manuell einschaltet über den Programmtaster oder am Handy, das ist schon brutal gut. Heißt, Sprache bleibt sehr stabil, aber die Nebengeräusche werden einfach nicht lauter, obwohl ich in einer sehr, sehr stark lauten, pulsierenden Umgebung bin. Das hat mich total überrascht. Das ist auch erstmal total ungewohnt. Als Beispiel, Sie sind im Flieger, schalten diese Geräuschunterdrückung ein und die Düse geht so stark zurück, aber den Gesprächspartner gegenüber, der bleibt eben in der Lautstärke stark erhalten. Das war so an meinem Geburtstag. Ich konnte quasi den Gegenüber sehr gut verstehen und die Musik und die Hintergrundgeräusche waren relativ im Hintergrund. Das hat mich schon wirklich sehr, sehr stark beeindruckt. Für wen ist das Phonax 4 geeignet? Die wichtigste Gruppe ist für mich die Menschen mit einer starken Hörentwöhnung, die also schon längere Zeit mit Hörverlust durch die Gegend laufen und sich schon an ganz viele Sachen entwöhnt haben. Das heißt, die profitieren von dieser starken Störgeräuschunterdrückung, von dem Hörkomfort, den man erlebt. Auch wenn sie in verschiedenen wechselnden Situationen sind, können sie also da auf ein komfortables Hören in einer lauten Umgebung zurückblicken. Das ist für viele Leute ja immer so ein Kreuz gewesen. Ja? So viele laute Störgeräusche, alles klingt blechern. Und da muss man sagen, ist das Gerät perfekt geeignet. Es bietet also extremen Hörkomfort. Und auch für Leute, die so ein bisschen technikaffin sind, die viele verschiedene Bluetooth-Geräte anbinden möchten, die vielleicht sogar noch ein Zubehör wie dieses externe Mikrofon benutzen wollen, da bietet Phonak wirklich eine ganze Bandbreite an Konnektivitätsmöglichkeiten. Und für wen ist es aber nicht geeignet? Das ist ja auch eine Nicht-Zielgruppe. Und zwar für Menschen, die schon einen gewissen Hörgeräteklang gewohnt sind, die sich eher darauf freuen, mehr von der Umgebung mitzubekommen, die mittendrin sein wollen, statt nur dabei, in Anführungszeichen. Und für die ist das Phonak-Gerät eher nicht geeignet. Da sollte man auf andere Techniken zurückgreifen. Grundlegend gilt aber, dass man jede Art von Hörverlust versorgen kann. Das ist auch ganz wichtig. Richtig, also da haben wir im Grunde keinerlei Grenzen gesetzt. Da die Phonak Infinius 4 Geräte in den obersten beiden Technikstufen angesiedelt sind, ist dementsprechend auch schon der Preis entsprechend. Das heißt, Sie bezahlen für ein Paar mit Zubehör, mit allem drum und dran zwischen 6.000 und 8.000 Euro. Also 6.000 Euro eher in den 70ern und 8.000 Euro eher im 90er Technik-Level. Ja, kommen wir mal zu den Kritikpunkten. Also bei aller Liebe zu der Technik muss man ganz klar sagen, das Gerät ist groß. Ja, es ist bedeutend größer als jedes vergleichbare Gerät auf dem Markt, eben mit diesem Rickhörer. Das muss ich sagen, ich hatte jetzt zwei Kunden, wo im Grunde hinter dem Ohr so wenig Platz war, plus Brille, dass im Endeffekt die Ohren entweder so abgestanden haben oder es auf Dauer Druckstellen gab. Das war leider so ein bisschen ein Wehmutstropfen. Das ist ein Thema, was ich habe. Das zweite, was mir so ein bisschen bitter aufstößt, ist, dass dieses Spheric Speech Programm, also diese Störgeräuschunterdrückung mit der künstlichen Intelligenz, im besten Falle nur 3 Stunden pro Tag genutzt werden sollen. Das reicht in der Regel, weil man ja nicht unbedingt 7-8 Stunden bei extremer Lautstärke unterwegs ist, aber 3 Stunden finde ich ein bisschen zu knapp. Und wenn man das manuell auswählt und nur in diesem Programm bleibt, geht Phonak von knapp 7 Stunden Laufzeit des Gerätes an sich an. Und das ist relativ wenig und hat schon den einen oder anderen Kunden den Akku frühzeitig erlahmen lassen. Aber grundlegend gilt, für ganz gezielte Nutzung im lauten Störgeräusch ist das perfekt. Aber so für den Alltag als Dauerprogramm würde ich das definitiv nicht empfehlen. Das muss ich sagen. Ich finde den Preis auch, muss ich sagen, als Kritikpunkt in gewisser Hinsicht, dass Phonak da schon sehr hoch ansetzt. Würde ich mir wünschen, dass man das auch in einem anderen Segment schon anbieten kann, weil halt ganz viele Leute davon profitieren würden. Genau. Noch 2 ganz praktische Kritikpunkte. Das eine ist der Hörer, die Hörerfassung im Gerät. Das ist jetzt schon gefühlt der zweite Hörer, den wir fast kaputt gemacht haben
beim Herausziehen. Phonak hat sich das so gedacht, dass das neue Gerät und der Hörer im Grunde nur zum Rausziehen. Man braucht also kein extra Werkzeug, um den Hörer vom Gerät zu lösen. Leider ist es so, dass diese Passung im Gerät selbst sehr stark ist. Und das heißt, man muss den Hörer mit relativer Wucht aus dem Gerät lösen. Und dabei passiert es auch leider häufig, dass der Hörer reißt. Und ursprünglich war es ja auch gedacht, dass der Kunde selbst den Hörer wechseln kann, ohne viel Aufwand. Nur scheitert es oftmals daran, dass der viel zu fest im Gerät verankert ist und dabei der Hörer gerne kaputt geht. Leider. Ein zweiter Punkt ist die Ladestation. Die hat einen integrierten Akku, die Kontaktladung ist klasse, da kann man nichts sagen. Aber wenn Sie das hier sehen, der Innenraum ist relativ klein gehalten. Und wenn Sie sich vorstellen, da müssen jetzt zwei Geräte, am besten noch mit zwei Ohrstücken rein, dann wird es relativ eng da oben oder da drunten sozusagen. Und das darf gerne ein bisschen größer ausfallen, beziehungsweise würde ich mir wünschen, dass man eine zweite Variante hat, wo ein bisschen mehr Passus und Platz ist. Also, kommen wir zum Fazit. Ganz klarer Sieger im Punkto Störgeräuschunterdrückung, Hörkomfort ist das Phonak 4. Das kann man nicht anders sagen. Da macht es auch jedes andere Konkurrenzmodell nass auf dem Markt. Ansonsten für Leute, die es sehr komfortabel haben möchten, eine klare Empfehlung. Für Menschen, die ein bisschen mehr mitbekommen möchten, die nicht ganz so in Watte gepackt werden möchten, akustisch, würde ich es vielleicht eher nicht empfehlen, beziehungsweise ein paar kleine Veränderungen vornehmen. Grundlegend ein super Gerät, hält, was es verspricht. Und ich freue mich darauf, das weiterhin anpassen zu dürfen und ganz vielen Menschen Freude zu bringen.